November 1943 trifft er sich mit Roosevelt und dem neuen Verbündeten Stalin in Teheran. Die Sowjetunion kämpft gemeinsam mit den Westmächten gegen Hitler. Churchill muss erkennen, in diesem Bündnis ist England nur Juniorpartner. Als Churchill in Teheran ankam, hatte er keine Stimme. Kehlkopfentzündung. Ihm ging es ziemlich schlecht, aber nicht nur wegen seiner Krankheit, sondern auch, das wurde mir erst später klar, weil es ihm nicht gelungen war, mit Roosevelt eine gemeinsame Haltung gegenüber Stalin abzustimmen. Churchill ist eigentlich glühender Antikommunist, aber der Zweck heiligt die Mittel. Wenn Hitler die Hölle angreifen würde, würde ich auch versuchen, mit dem Teufel ins Gespräch zu kommen. Stalin bemüht sich, mit einigem Erfolg seine Partner gegeneinander auszuspielen. Er redet kaum über Ideologie, gibt sich höflich und zurückhaltend. In diesem einen Punkt war Churchill fast naiv. Er verstand einfach nicht, wie jemand wie Stalin dachte. Ich fand das immer sehr traurig. Er glaubte, er habe in Stalin einen Freund gefunden. Aber der lachte nur über ihn, hinter seinem Rücken. Bei aller Sympathie für Stalin bleibt Churchill Realist. Er fordert, Deutschland von Süden her anzugreifen und die Alpen östlich zu umgehen, um noch vor der Roten Armee in Mitteleuropa zu stehen. Doch der alliierte Vormarsch in Nordafrika und Italien ist zu langsam. Stalin wird die Zukunft Mitteleuropas bestimmen.